So, gleich geht's weiter zum Lake Aniwinua und ich bin richtig froh, dass wir gestern so viel gekocht haben. Deswegen muss ich jetzt nicht kochen. Jetzt machen wir einen kurzen Stopp an einem kleinen Fluss. So, ich bin jetzt in Lake Aniwinua angekommen. Es ist ein ganz kleiner Ort hier von den Ureinwohnern aus Neuseelands bewohnt, den Maoris. Und ich bin hier auf einer Art kleinen Bauernhof, kleines Feld von denen. Und man wird dann hier so ein bisschen lokal betreut. Bin mal gespannt, wie das wird. Now, karakia is a traditional Maori prayer. Weku is going to do that for us, Fano. While he does it, please just remove your hat for this part. Please just remove your hat. Richtig cool. Wir sind hier also bei einem familiengeführten Maori-Hostel. Das ist nicht normal. Die machen dann eine richtige Show draus. Das heißt, ab dem Moment, wo man sich mit dem Bus der Stadt nähert, kommt jemand rein und begrüßt einen und zeigt einem von den Maoris spezielle Begrüßungsformen. Wir haben einen eigenen Maori-Tanz gelernt. Wir haben speziell das Maori-Essen gegessen und abends sogar noch dann am Lagerfeuer zusammengesessen. Und dann haben die uns viel über deren Legenden und Kulturen und Vergangenheit erzählt und auch wie die heute leben mit halt eben der westlichen Kultur gemeinsam und wie das für die ist. Und das war einfach unglaublich bereichernd. Und ich werde das Hostel auch auf jeden Fall hier in der Videobeschreibung verlinken. Dort findet ihr übrigens auch alle anderen Links, also was für Equipment ich benutze, was ich eingepackt habe für meine Weltreise oder auch ein kleiner Spendenlink, falls jemand das gerne möchte für die Videos. Weiter geht's. Ich habe jetzt schon seit einer Weile einen kleinen neuen Buddy neben mir. So, wir sind gerade auf dem Weg nach Taupo und machen jetzt einen kurzen Stopp in Waitapu. Hier gibt es wieder ein paar Geothermal Springs zum Angucken. Yep, und selbst heute habe ich noch was von unseren schönen Raps. Jetzt in Taupo angekommen und jetzt schaue ich mir mal die Stadt ein bisschen an. Kleiner Tipp für euch, in Taupo gibt es den günstigsten Skydive in New Zealand zu machen und ich habe einen gebucht für heute und ich bin nur jetzt gerade hier, aber der wurde leider gerade abgesagt, weil es zu bewölkt ist. Okay, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich irgendwann mal über McDonald's vloggen werde, aber guckt euch mal den McDonald's hier an. Wenn ihr für Lebensmittel oder Ähnliches richtig Geld sparen wollt, dann geht nicht in die Countdowns in den Städten, sondern sucht nach Pack and Saves. Hier kosten die Sachen teilweise sogar nur die Hälfte und dadurch spart ihr richtig Geld. Nur um nochmal allgemein zu erklären, was ich eigentlich gerade so mache. Also ich reise gerade alleine durch Neuseeland und plane danach... auch noch nach Asien zu reisen. Momentan habe ich eine Bustour durch das Land mit Stray gebucht. Und dort reist man quasi immer von einem Ort zum nächsten und kann aber jederzeit in einem Ort auch mehrere Tage bleiben und dann auch wieder auf den nächsten Straybus warten, der kommt, und das ist quasi eine feste Route. Und dadurch hängt man viel mit ähnlichen Leuten rum, die man vorher schon mal getroffen hat, oder Alter!
wenn man mal in der einen Stadt aussteigt und dann später wieder einsteigt und in die nächste fährt, kann es sein, dass da noch welche von vorher sind. Aber man lernt auch immer wieder neue Leute kennen, weil wieder andere Leute aus dem Bus aussteigen und andere wieder reinkommen. Und das ist wirklich cool. Es scheint gerade Regen aufzuziehen, damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin noch überhaupt nicht so angezogen. Vielleicht probiere ich jetzt das erste Mal in meinem Leben aus, per Anhalter zu fahren. So, das hat echt super funktioniert. Mir war das erst echt ziemlich peinlich, da so 3-4 Minuten an der Straße zu stehen und die Leute fahren einfach alle vorbei. Aber dann hat mich ein Typ mitgenommen, der wohnt seit 23 Jahren hier, hatte auch ein ziemlich gutes Auto. War cool, hat Spaß gemacht. Jetzt gucke ich mir mal hier den Bungee-Platz an. Ich selber werde aber erst in Queenstown meinen Bungee machen, weil der soll noch viel höher und besser sein. Und jetzt unbedingt 2 Stück innerhalb von 4 Wochen finde ich ein bisschen übertrieben. So, ich bin gerade einfach nur... Stop it! So, ich bin gerade einfach nur über die Straße gegangen und dachte, ich fahre für Anhalter wieder zurück zu dem Abholpunkt. Und da fährt genau in dem Moment unser Busfahrer Lightning vorbei und hält einfach an der Straße an und sammelt mich ein. Richtig cool. Guten Tag, wie geht's? Das ist gut, ja? Es gab nämlich 2 Routen, zwischen denen man sich entscheiden konnte. Und bei der einen musste man eine Stunde lang gehen. Und da ich mich ja so ein bisschen am Fuß verletzt habe, habe ich das lieber nicht gemacht. Und mir stattdessen die Stadt ein bisschen angeguckt. Und das labe ich. Es gab 2 Touren, zwischen denen man sich entscheiden konnte. Das eine war einfach ein einstündiger Walk bei Wasserfällen und einem schönen Lake vorbei. Und die andere Alternative war einfach, sich die Stadtmitte ein bisschen anzugucken. Und da ich mich ein bisschen am Fuß verletzt habe, habe ich mich einfach dafür entschieden, auch wenn ich gerne eigentlich die Wanderung gemacht hätte. Und jetzt ist das richtig cool. Dadurch, dass der Busfahrer wohl gerade auf dem Weg zu dem Abholpunkt von den anderen war, konnte er mich jetzt einsammeln. Und jetzt kriege ich zumindest die Chance, das Ende von dem Wanderweg mir auch noch anzugucken.